Hi, hier ist der Stefan von Callaway und ich habe euch heute eine sehr interessante Story mitgebracht über die neuen Callaway Golfbälle. Diese neuen Callaway Golfbälle sind Nachfolger der Chrome Soft Familie. Ein Ball darin wird immer noch Chrome Soft heißen, das ist der, den ich hier gerade in der Hand halte. Das Schöne an diesen neuen Bällen ist die Tatsache, dass wir wirklich von Grund auf einen neuen Ball und sogar ein neues Werk gebaut haben. Bedeutet, in Chicopee in Massachusetts, in unserer Ballfabrik, haben wir alle alten Maschinen entfernt, die neuesten Maschinen eingebaut, die präzisesten sind. Es sind zwischen 55 und 80 Millionen Dollar investiert worden dort. Und das hilft natürlich, dass wir das Golfball-Level auf ein ganz neues Level bringen können und somit mit Stolz sagen können, das ist der wahrscheinlich beste Golfball, den du für Geld kaufen kannst. Er ist hundertprozentig rund. Wir haben einen 3D-Röntgenscanner, der jeden Ball prüft, ob er wirklich rund ist. Wir haben ein neues Material gemischt, was schneller ist, damit ihr mehr Speed habt, was am Ende für mehr Länge da ist. Dafür haben wir sogar unseren eigenen Mixer. Wir gehen also nicht hin und kaufen die Zutaten, die fertigen Gummis, sondern wir kaufen die Granulate und mixen unser eigenes Gummi für den Ball. Und Chrome Soft ist eben ein Tour-Level-Golfball, der sich insbesondere an alle normalen Freizeitspieler richtet, die das ganze Performance-Paket wie auf der Tour haben, aber abgestimmt auf ihre eigene Geschwindigkeit. Die zwei weiteren Brüder in dem Segment ist der nicht mehr Chrome Soft, sondern hier ist ein neuer Ball, der heißt Chrome Tour und Chrome Tour X. Diese beiden Bälle richten sich insbesondere an Golfer, die noch mehr Leistung haben wollen und auch mehr Speed haben. Wobei der neue Chrome Tour der ist, der ein bisschen mehr Spin hat. Und der neue Chrome Tour X ist derjenige, der ein bisschen weniger Spin hat. Was die Aerodynamik angeht, bei allen dreien haben wir ein ganz besonderes aerodynamisches Paket. Das sind die Hexagons. Hexagons sind eine wabenförmige Struktur auf der Balloberfläche, die dafür sorgen, dass wir einen größeren Bereich der Oberfläche mit Dimpeln oder Waben in dem Fall bedecken können. Dimpel schaffen nur 87%, eine Wabe schafft 100% Oberflächenabdeckung. Der Vorteil für die Golfer, für uns ist, dass der Ball im Anfangsbereich einen besseren Low-Speed-Lift hat, also er kommt einfacher in die Luft. Und wenn er oben dann auf der Reiseflughöhe fliegt, dann hat er reduzierten High-Speed-Drag, also weniger Widerstand beim Fliegen. Außerdem ist er more stable, also mehr stabil, was den Wind angeht und solche Verhältnisse. Also mit diesen neuen Bällen habt ihr das perfekte Paket, egal ob ihr ein normaler Clubgolfer seid, der ein Tour-Level-Golfball spielen möchte, oder ob ihr in den Bereich der Profiliga möchtet mit dem Chrome Tour und mit dem Chrome Tour X. Nebenbei, ihr seht es auch an der Farbe vielleicht, die Bälle sind weißer, also man sieht sie auch noch ein Stück weit besser. Sie sind von dem Äußeren so gemacht, dass sie mehr Spin im kurzen Spiel haben, also das Covermaterial, das Urethan ist nochmal verbessert. Also zusammenfassend kann man sagen, 100% rund, schneller durch das neue Gummi, mehr Spin im kurzen Spiel und bessere Aerodynamik. Und für jeden Golfer letztendlich den richtigen Ball. Und das solltet ihr unbedingt testen, denn der Ball ist der einzige Teil des Equipments, der bei jedem einzelnen Schlag, egal ob ihr puttet, ob ihr chippt, ob ihr einen Fairway-Schlag oder einen Drive macht, zum Einsatz kommt. Und das kann kein Ball besser wuppen als der neue Chrome Tour, Chrome Tour X oder Chrome Soft. Ich freue mich drauf, wenn ihr es probiert. Bei jedem Händler erhältlich. Und bis bald, euer Stefan.